nice video. Ihr redet sonst nie, aber ein Freund aus meiner Nachbarschaft hat mich gebeten, dass ich einmal rede. Und das ist sein Wunsch. Ja. Ich zeige euch heute meine Fidget Toys. Also ich habe, das könnte ein bisschen länger dauern. Also holt euch was zu knabbern, haut euch aufs Bett oder auf die Couch oder wo immer auch. In den Garten. Keine Ahnung, warum ihr das solltet, aber irgendwo hin. Und genießt das Video. Wir fangen an mit dem ersten. Ja, das ist halt so ein Pop-It-Spielfeld. Manche kennen das sogar. Glaube ich halt. Also die meisten. Und dann würfelt da in der Mitte das Feld. Da würfelt man drin und die Zahl, was man hat, ich habe jetzt eine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wer als erster alle unten hat, hat gewonnen. Das habe ich auf einem Kirtag bekommen. Und ja, der war letztes Jahr. Und das machen wir jetzt so in diese Kiste. Der Pikachu. Ja, als nächster haben wir diese Tasche. Die Poppy-Tasche. Die macht man auch so. Kann man auch ploppen und dann so innen wieder raus. Eigentlich voll praktisch. Die habe ich tatsächlich am gleichen Kirtag bekommen wie das Spielfeld. Ich finde die Farben voll schön. Ja. Ist halt auch cool und praktisch. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten. Als nächster haben wir so ein Pikachu-Poppet. Das habe ich in Italien bekommen. Das ploppt halt auch so richtig gut. Hört euch mal das an. Wer das nicht mag, es gibt noch bessere Puppets, ich sag's euch. Also vom Design her cool. Ja, was soll ich dazu sagen? Als nächster haben wir dann so ein Augenpuppet, das ist mein Lieblingspuppet. Das habe ich bei ich kann nicht mehr reden, Mucki bekommen. Das ploppt so gut. Das ist jetzt die schlechte Seite. Die hört wunderbar an. Die gute Seite hört sich noch besser an. Egal. So geil. Es kommt auf jeden Fall auch hier rein. Definitiv eine 9,9 von 10. Auf jeden Fall haben wir da schon was drin. Also sehr viel. Dann als nächster haben wir so ein Among Us Puppet. Das war mein allererstes Puppet, was ich je gehabt habe. An diesem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, ich bekomme nie in meinem Leben ein Puppet. Jetzt ganze Ausbeute. Das hört sich eigentlich ganz normales Puppet halt. So sieht das aus. Ja. Und das habe ich das gleiche noch meinen kleinen. Dazu brauche ich eigentlich nichts sagen, weil ihr wisst es ja, wie es aussieht. Habe ich ja gerade gezeigt. Aber halt nur die Farben sind umgekehrt. Da unten lila. Da oben lila. Dann haben wir als nächster dieses Puppet. Ich habe es gehasst. Das habe ich gewonnen, wo? Ich hasse es. Es sieht so cute aus, also habe ich mir gedacht, ich muss es haben. Es geht so schwer zum Ploppen. Macht doch gar kein geiles Geräusch eigentlich. Ja, eigentlich blöd.
Wir müssen ein bisschen schneller machen. Ja, dann haben wir hier so einen Tintenfisch. Ja, eigentlich auch voll cooles Design. Ja, so. Es hat ja hier so ein kleines Gesicht. Auf der anderen Seite hat es ein trauriges Gesicht. Ja, dann, ja. Das habe ich beim Action bekommen. Bin ich mit meiner Mama und einer Freundin hingefahren. Dann haben wir hier, sowas habe ich im Adventskalender drinnen gehabt. Es hat hier zwei Seiten. Da hat auf jede zwei Seiten so Plop-Dinger. Kann man halt runterdrücken und dann, wenn man es so macht, kommen sie wieder raus. Ist halt fast das gleiche wie ein Pop-It. Darum habe ich es einfach in meine Fidget-Toy-Kiste gemacht. Zu den Pop-Its. Das ist ein Stiefel übrigens. Das gleiche habe ich auch noch mal in Handschuh. Genau das gleiche. Die finde ich eigentlich voll geil. Jetzt kommen meine drei Mini-Pop-Its. Ich liebe sie über alles. Haben wir hier so eins. Eigentlich voll cool. Ich benutze das immer als Eiswürfel mache. Hier, da, so Wasser oder Eistee rein und dann einfrieren und ja, dann hat man Eiswürfel. Und das habe ich in einem Automaten drin gehabt. Eigentlich voll cute. So eine Blume, ja, kann nichts Besonderes dazu sagen. Und dann haben wir hier mein Favorit bei den Pop-Its fast. Eine Mini-Qualle. Ist die nicht süß? Ich liebe sie wahr. Die habe ich tatsächlich auch in Italien bekommen. Ja, eigentlich voll cute. Wo ist der Deckel? Ui! So. Jetzt habe ich zu einer Geburtstag im Hort habe ich diese Kiste bekommen, habe mir gedacht, was soll ich machen? Fidget Toys reinmachen. Jetzt kommen wir zu den normalen Fidget Toys. Komisch. Fidget Toys. Ja, als erster haben wir da so einen Schleim. Eigentlich voll cool. Ist halt wabbelig. Und klebrig. Sehr klebrig. Zum Glück habe ich ein Handtuch da unten. Gut. Eigentlich voll cool, den habe ich mal zu meinem Geburtstag bekommen. Da war eine so eine Mülltonne drin. Ja, cool. Den Schleim haben wir auch noch mal in groß ein. Den habe ich zur ersten Kommunion bekommen. Der klebt noch mehr, den meine ich fast gar nicht anfassen, aber ich muss. Für das Video. der ist so klebrig. Ja. Ich werde ihr mögt das nicht anfassen. Help me, please. Help me. Nein, oh nein. Schnell wieder zu mit dem ekligen Teil. Der passt nicht in die Kiste, Tom. Weg. Dann haben wir hier sowas. Ich glaube, das kennt ihr alle. Mit dem kann man halt so herumstellen. Ich weiß, den habe ich, glaube ich, auch auf dem Kirtag bekommen, aber auf dem anderen. Eigentlich voll cool, ja. Das lege ich erstmal auch hier rein, wenn ich es gerade bin. Ja. Dann haben wir hier solche Coronaviren. Die sind so cool. Die können. Jetzt habe ich euch. Die können einfach so. Guck. Hallo. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ihr müsst hier, da hinschauen. Da.
sehen? Man sieht das nicht ganz so gut. Tut mir leid. Ich werde euch ein andermal, wenn wir draußen sind oder so, zeigen. Versprochen. Dann haben wir hier so ein Ding. Das haben wir im Adventskalender drinnen gehabt. Natürlich kaputt. Da könnte man eigentlich so drücken und dann kommt sowas raus. Das geht natürlich nicht, weil da was abgerissen worden ist. Aber voll cute. Man kann es rausnehmen. Hier sieht das so aus. Ich denke mir immer so, jetzt gibt es einen Biber-Bonus. Geil, Lena. Der Biber-Bonus. Dann haben wir da einen komischen Bär, mit dem mache ich eigentlich fast nur das. Das habe ich mir einfach so gekauft. Mein neues Schleiderding, wie mich mein Bruder nervt. Einfach mit dem so. Weg ist er. Und der kann leuchten. Da geht die Party ab. Haben wir hier so ein komisches Ding. Keine Ahnung, was es sein soll. Mit dem mache ich eigentlich auch fast nur so. Ja. Und mein Bruder hat es zerrissen einmal. Da sieht man aber nicht so. Dann haben wir noch hier so einen Schleim, der ist ausgetrocknet. Ich habe noch so einen in Funktionieren, also den packen wir mal weg. Das ist der, der funktioniert. Ist halt so ein Schleim. Ja, was sonst? Ich mache mit dem fast nur so, weil der sich so gut anfühlt. Mein Finger sollte da nicht rein. Der sieht so aus. Ja. Ja, der hat sich entzündet. Also eigentlich fühlt sich das so gut an. Definitiv eine 10 von 10. Feier ich total. Haben wir hier so ein Squishy. Ja, ganz normal. So einen Zauberwürfel. Keine Ahnung, wer das erfunden hat, aber... Das ist so komisch. Komisch. Dann hier sowas, das habe ich von meiner Freundin bekommen, die Lena. Ja, Lena, Grüße gehen raus an dich. Danke für das süße Ding. Dann haben wir hier, das habe ich mir selber gemacht, ist auch sowas. Das kann man machen. Einfach Luftballon, Mehl rein und dann, ja, Knoten. Fertig ist es. Hier habe ich mir auch noch sowas gemacht. Da habe ich noch ein wenig Luft drinnen gelassen, dass man Luftblasen machen kann. Dann habe ich hier so einen komischen Sauknopf. Mann, der kann hier kleben. Ja. Ja, eigentlich nichts Besonderes, aber auch im Adventskalender drin. Das ist so cool. Hört euch den diesen Sound an. Geil, oder? Es dauert so lange, bis man das reingebaut hat. Habe ich sowas, das habe ich mir selber gemacht. Da kann man die Murmeln so ineinander schieben. Eigentlich finde ich das cool, weil es fühlt sich einfach so gut an, wenn die Murmeln da so vom Finger wegflutschen. Das war auch im Adventskalender drinnen. Dieser Sound, ich liebe ihn. So sieht die aus. Ja, einfach eine Raupe. Ich glaube, das kennen auch viele von euch. Vielleicht haben sogar einige das. Dann haben wir das so. Ich glaube, das kennt ihr auch. Dann kann man halt so mal dumm schieben, die Murmel. Das habe ich in Blau und dann nochmal in Gelb. Gelb leuchtet im Blaulicht. So geil. Ja, so sieht Gelb aus. Dann haben wir sowas. Ich glaube, das kennt ihr auch.
Ja, eigentlich cool, habe ich auch so aus dem Adventskalender, weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber egal. Habe ich auch nochmal aus dem Adventskalender. Ich habe alles aus dem Adventskalender. Kann man halt so mal rumwabbeln oder so ausstecken. Dann hat man eine Schnur. Dann wieder einstecken. Aber liebe Kinder, wenn ihr das habt, nicht zu viel aus und ein, dann bricht es ab. Ist mir schon mal passiert. Aber ich habe die zwei Teile dann weggemacht und ja, einfach zugemacht. Haben wir das? Das ist so ein Stufenstier. Ich glaube, das kennen eh die meisten von euch. Ui! Das ist auch eine Waffe für meinen Bruder. Was er nervt mich einfach. Dann haben wir hier sowas. Ist so ähnlich wie ein Fidget Spinner. Halt, dass man einen Fußball dreht. Habe ich auch aus dem Adventskalender. Das übrigens auch. Das hier. Dann haben wir hier Hüpfbälle. Jeder kennt sie. Ja. Jeder hat was. Ist halt einfach geil. Ja. Dann habe ich hier so was ähnliches. Das sind super Sprungkugeln. Ich springe halt überall in der Wohnung herum. Aber ich persönlich finde Hüpfbälle besser. Weil die sind einfach viel zu hart. Haben wir hier sowas. Sowas ähnliches wie ein Piepopper, halt nur als Erdnuss. Ich finde es voll cute. Ja, aber weil man Adventskalender übrigens. Ich habe einen Piepopper, der ist viel besser. Kann ich bestätigen. Da hat leider der ein Hohl in der Mitte ein Gesicht. Trotzdem geil. Hier haben wir Monkey-Nudeln. Man kennt sie, sie sind wieder da. Da waren drei, so im Adventskalender. Yay! Auch als Waffe gegen meinen Bruder verwendet oder zum Spielen halt. Ui! Dann haben wir sowas mit Ringe. Macht einfach nur so um. So sieht das aus. Und dann haben wir, das ist das Vorletzte, haben wir hier so ein Einhorn-Mochi, das war im Adventskalender drin, ich glaube in der Nummer 4. Wie ich das gesehen habe, ich habe mich so gefreut. Die Farben sind schon abgegangen, aber es ist trotzdem noch gute Qualität. Und dann habe ich einfach so in Alpertief hier das genommen. Jetzt die Aufbewahrungsbox für das Mochi. Ui, ich kann gleich sitzen bleiben. Jetzt kommt mein Favorit, das letzte. Beste kommt zum Schluss. Es ist so cute. Mini-Mochis. Lena, du hast die auch. Ich habe sie wieder gefunden. Die ist so süß. Sie ist süß, sehr cute. Warte kurz. Ja, okay, egal. Es kann sein, dass jetzt miauen wird, meine Katze möchte vielleicht rein. Haben wir noch so ein Mini-Mochi als Hund. So süß. Und auch gute Qualität. Und klebt. Halt. Und dann haben wir hier noch das Favoriten-Mochi. So eine kleine Qualle. Die kann man so, die hat da unten ein Loch. Dann kann man so machen. Finde ich voll cool, weil man sie überall anmachen kann. Die habe ich in einem Automaten im
Freibad bekommen. Ja, das war's tatsächlich mit meinen Fidget Toys. Wie hat euch das Video gefallen? Schreibt in die Kommentare, welches Fidget Toy euch am besten gefallen hat. Und dann würde ich sagen,